Blockflöte TV ist heute in Sülze. Was verbinden Blockflötenspieler mit Sülze? Was verbirgt sich hinter diesem Namen? Wir haben den Weg gefunden und zwar sind wir jetzt im Hermann-Ehlers-Weg und befinden uns hier in einer wunderschönen alten Werkstatt. Früher wurden hier Wagenräder gefertigt und heute wunderschöne historische Holzblasinstrumente. Wir sind jetzt von der Werkstatt übergesiedelt in den Finishraum und Büro von Christian Ewert. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Und ja, du hast einen Werdegang als Holzblasinstrumentenmacher gemacht, angefangen 1997. Wie hat das angefangen? Ja, ich habe nach der Schule eine Ausbildungsstelle gesucht. Ich wollte was im Musikbereich machen. Und da bot sich natürlich hier in der Nähe in Celle eine Stelle an bei der Firma Möck als Holzblasinstrumentenmacher. Und da habe ich dann auch meine Ausbildung gemacht, 3 Jahre. Und dann kam ja erstmal der Zivildienst und dann hatte ich mich beworben bei der Firma Mollenhauer. Und da habe ich dann auch 3 Jahre gearbeitet in Fulda. Was war da dein Bereich? Was hattest du da alles gemacht? Hast du dich irgendwie spezialisiert? Ach, anfänglich war ich noch so ein bisschen so, ja, Hans Dampf in allen Gassen. So in der Endfertigung viel. Und aber relativ schnell hat sich's rauskristallisiert, dass es dann in den Klappenbau ging, wo ich dann mit Markus Berdux zusammen den Klappenbau geschmissen habe. Und ja, das war dann so meine Hauptaufgabe da eigentlich. Und halt noch ein bisschen in der Fertigung. Hier und da mal ausgeholfen. Was hat dich dann bewogen, von Fulda wieder in Richtung Norden zu gehen? Was hatte mich bewogen? Also ich hatte das Gefühl, ich müsste irgendwas Neues machen, irgendwas anderes. Dieses Gefühl hat vielleicht jeder schon mal in sich gehabt irgendwie und hat mich dann entschlossen, eine neue Ausbildung zu machen. Und aufgrund meiner damaligen Freundin sollte es dann wohl wieder Richtung Norden gehen, halt in meine alte Heimat sozusagen. Und da hatte ich dann auch eine Ausbildung gemacht zum Mediengestalter. 2 Jahre in Hannover. Und da bist du glücklich geworden? Hat dir das was gebracht? Ich habe es mir kreativer vorgestellt, als es ist. Also was heißt glücklich geworden? Also ich habe relativ schnell gemerkt, die Finger jucken dann doch ein bisschen. Ich wollte dann doch ganz gerne wieder ein bisschen Holz in der Hand haben, nicht immer nur eine Computermaus. Und ja, dann habe ich mich halt dazu entschlossen, wieder in den alten Job zurückzukehren. Und daraus entstand dann die Firma, wie sie jetzt ist. Und habe mich halt selbstständig gemacht. Und du hast die Möglichkeiten, das hier zu Hause in deinem Elternhaus zu tun, weil dein Opa dir quasi diese Räume zur Verfügung stellt? Ja, also diese Räume waren ja, also schon seit dieses Haus gebaut wurde, in den frühen, ja, ich sag mal, ich glaube 1902 wurde es gebaut, ist einmal abgebrannt, also 3 Generationen Stellmacher haben in dieser Werkstatt gearbeitet. Also die Werkstatt war einfach da. Die Räume waren schon immer dafür gedacht. Ich musste nichts großartig ausbauen oder renovieren oder Wohnraum verschwinden lassen. Und das fand ich halt ganz toll, dass mein Opa mir da diese Möglichkeit gegeben hat. Und ein paar von den alten Maschinen, die ja immer noch hier zu finden sind, die sind auch schon gute 100 Jahre alt, funktionieren noch tadellos. Die kann ich noch benutzen und halt eine neue Drechselbank habe ich mir besorgt. Neu in Anführungsstrichen, also eine solide Geige. Der Fachmann wird wissen, was ich meine. Was für Instrumente baust du denn in deiner Werkstatt? Ich habe vorhin schon gesagt, historische Holzblasinstrumente. Was kann sich ein Laie darunter vorstellen? Es dreht sich hauptsächlich um Instrumente der Renaissance. Eine sehr
quirlige Zeit, sage ich mal, im Instrumentenbau. Das finstere Mittelalter war durch. Es gab wahnsinnig viele Instrumente, verschiedene Art, Blasinstrumente, also mit Blasloch wie Flöten oder halt auch viele Rohrblattinstrumente. Und naja, die erfreuen sich seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wieder großer Beliebtheit. Es wird immer mehr. Und diese Instrumente haben mich schon immer fasziniert, schon seit der Ausbildung, weil die Firma Möck ja sowas auch herstellt. Und ja, dann habe ich einfach angefangen, die zu bauen. Und im Moment ist mein Sortiment halt Renaissance-Querflöten, Altrauschpfeifen, also Alt in F, Altpommern in F und stille Zinken. Aus welchen Hölzern baust du deine Instrumente? Ich verwende eigentlich ausschließlich nur europäische Hölzer und dazu gehören Birne, Pflaume, Ahorn auch und wenn man es denn möchte, auch europäischer Buchsbaum, aber keine Tropen. Wir sehen hinter dir ein Zapfenbrett mit Instrumenten. Was steht da zum Beispiel? Ja, also eine Pomme habe ich zurzeit leider nicht da. Da ganz hinten, das ist noch so mein Prototyp von der Rauschpfeife. Man sieht vielleicht, ich kann hier mal zeigen. Das ist eine Altrauschpfeife. Die Klappe ist jetzt nicht mehr dran, die ist schon auf dem verkauften Instrument. Aber hier sieht man ja diese ganzen, ich meine, Instrumentenbauer wird es sehen, jede Menge Versuchstonlöcher. Ja, und dann haben wir hier noch Querflöten. Hier ist eine zweiteilige Renaissance-Querflöte in D aus Birne. Dann haben wir hier noch Pflaume in Einteiler. Und was haben wir noch so Schönes hier? Ja, das ist mein stiller Zink in A, auch aus Birnbaum. Wunderschön. Querflöten kann man ja auch Traversflöten dazu sagen. Ist das richtig? Im Prinzip ja, aber darüber scheiden sich die Geister. Also manche nennen alles Traversflöte, was irgendwie nicht die Böhmflöte von heute ist, sozusagen. Aber als ich persönlich finde, wenn man Traversflöte sagt, dann versteht man darunter doch eher diese berühmte barocke Querflöte oder diese Traversflöte aus vier Teilen mit Klappe und Zierringen und also das Barockmodell. Und die Instrumente sind mehr oder weniger, ja, an einem Stück. An einem Stück, also ich biete bei den Querflöten beides an, sowohl Zweiteiler als auch Einteiler. Das kann sich der Kunde aussuchen, wie er möchte. Traditionell ist es eher der Einteiler. Also Mittelalter, Renaissance, man sieht es auch in den Aufzeichnungen von Praetorius, da sind nur Einteiler abgebildet, außer die Bassquerflöte, die ist zweiteilig. Wenn jetzt ein Kunde dich finden möchte, wie kann er das machen? Hast du eine Webseite oder muss er dann zu dir hier nach Sülze fahren? Wie kann das abgehen? Also generell ist hier jeder willkommen, keine Frage, aber man findet mich natürlich auch unter www.ewert-music.de. Man kann mich auch ziemlich einfach, wie nennt man das heute, ergoogeln. Man gibt Altrauschpfeife ein oder also, aber eigentlich die Webseite ist schon der Anlaufpunkt, schlechthin. Aber man kann mich natürlich auch besuchen und die Instrumente auch ausprobieren. Findet man dich auch auf Ausstellungen und Messen? Geplant ist in jedem Fall nächstes Jahr nach Regensburg zu fahren, zu den Tagen alter Musik. Allerdings findet man auf vielen Ausstellungen, jetzt erst vor kurzem in Wittenberg, meine Instrumente auf dem Stand von Volker Kernbach. Der stellt meine Instrumente mit aus. Also wenn jemand da gerne mal was ausprobieren möchte, der kann dann auch zur Ausstellung fahren, wo auch der Volker Kernbach ist. Was hast du dir denn ganz persönlich als Ziel gesetzt? Wo möchtest du mit deiner Werkstatt hinkommen? Mein Anliegen ist halt einfach, mit dem, was ich kann, was ich gelernt habe, was ich gerne mache, mein Leben zu bestreiten und sozusagen den Weg zum Glück zu finden. Ja, dann wünschen wir dazu ganz, ganz viel Glück, viele Kunden und ganz, ganz viel Spaß beim Bauen der wunderschönen historischen Holzblasinstrumente. Alles klar, danke.